Bremen, der Abschluss des Vertrages zwischen Russland und Norwegen über die Abgrenzung der Meeresgebiete in der Barentssee sowie eine ganze Reihe anderer politischer Ereignisse, an denen unser Land beteiligt war, erklärte Dmitri Medvedev. Der Präsident erinnert an seine Initiative, einen Vertrag über die europäische Sicherheit abzuschließen, die in Deauville erörtert werden sollte. Dieses Dokument soll berufen sein, das Vorhandensein einer gleichen und angeteilten Sicherheit für alle Länder im Raum von Vancouver bis nach Vladivostok juristisch zu bekräftigen. Wir möchten, dass auch dieses mögliche Dokument und die anderen Bemühungen, die unser Land zur Gewährleistung der Sicherheit unternimmt, in der Welt eine gebührende Resonanz finden, erklärte Dmitri Medvedev. In seiner Rede ging er besonders auf das Thema der Zusammenarbeit Russlands.